Moin Moin. Ja, heute ist endlich soweit, wo ich meine Robo ausprobieren möchte und natürlich, wie ich euch schon versprochen habe, eine kleine Überraschung, was ich noch so machen möchte. Aber wie gesagt, erstmal muss ich ein kleines Feuerchen machen, um die kleine Überraschung erstmal vorzubereiten. Wie ich das vorbereite, werde ich natürlich nicht zeigen, aber ich werde es euch dann im Nachhinein erzählen, wie ich und was ich gemacht habe. Gut, weil ihr auch mal sehen wolltet, wie ich Feuer mit den Feuersteinen anmache, werde ich euch das natürlich auch gleich hier zeigen. Also kommt mit hier runter zu meiner Feuerstelle und dann geht's los. Ja, bei dem Feuerstein, da muss erstmal die Farbe ab, um an das Metall zu kommen. Und dann kann man das Feuer machen. So, jetzt werde ich euch zeigen, wie ich mein Robo starte. Nicht wirklich. Angehen. Aha, jetzt. Wunderbar. Jetzt können wir die Holzsticks da reinlegen, damit die anfangen können zu brennen. So, wunderbar. So, mein Hobo brennt. So wie es sein soll. Einwandfrei. So soll das sein. So, wie gesagt, ich bin noch in der Vorbereitung für meine Überraschung und deswegen schalte ich nachher noch mal zu. So, wie ihr sehen könnt, der Robo brennt und ja, nicht erschrecken, ich habe mir ein bisschen in den Finger gehackt, also besser geschnitten, nicht gehackt. Und ja, ihr wollt früh morgens frische Brötchen essen. Jetzt kommt meine kleine Überraschung. Habe hier eine zweite Büchse gerade ausgebrannt. Jetzt lege ich hier das Drahtgeflecht rein, also das vom alten Sieb. Da liegt es jetzt rein. Ich lege jetzt mein Brötchen da rein. Na, dann kommen wir einfach hier genommen. Das Brötchen reingelegt. Den Deckel drauf. So, zack. Ein Stück Holz davor und drauf gepackt. So. Nun kann das Brötchen gebacken werden, sage ich mal. Ein bisschen Holz drunter legen. Zack. Ja, wie ist das jetzt? Ich habe ein bisschen Holz von zu Hause mitgenommen, ist aber nicht so wild alles. Wie ist das passiert? Ich habe so gehackt und habe mir dann dabei im Finger geschnitten. Naja, kommt mal vor, ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. So, dann machen wir hier mal fleißig weiter mit dem Holzhacken hier. Wie gesagt, die Fiskars-Axt ist extrem scharf, ist absolut der Wahnsinn. Ja, mit dem Brötchen, wie gesagt, da müsst ihr jetzt ab und zu mal reingucken. Ja Leute, Brötchen ist fertig, noch nicht mal 5 Minuten. Man muss die Zeit etwas besser koordinieren, weil ich habe gedacht, 5 Minuten reichen, aber das ist zu lange. Aber ansonsten schön knusprig, einwandfrei. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Holz nachlegen hier. Aber wie gesagt, mit dem Brötchen ist es einwandfrei. Wie gesagt, man muss nur halt ein bisschen gucken. Schmeckt lecker, aber
dafür, dass es heute Premiere war, muss ich sagen, echt genial. Also Hobo hat den Test bestanden. Der Backofen, naja, man muss da wirklich die Zeit einhalten. Ich sag mal 2 Minuten, 3 Minuten. Da ist ein Brötchen noch aufgebacken. Dann passt das. Wenn jetzt noch die Klammer ausgehen würde, dann könnte man das noch schön grillen hier. Natürlich perfekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt mir das unter die Kommentare unten. Schauen wir mal, was wir da machen können. Bis denn dann. Tschüss.